So, ich bin jetzt gerade mal ganz spontan fasziniert. Agenturen unserer Größe haben ja so ein bisschen das Problem, wir haben internationale Kunden, haben aber natürlich nicht Native Speaker in allen Ländern sitzen. Und jetzt habe ich gerade über einen Kollegen von DeepL erfahren. Die sitzen bei uns hier am Mediapark und basteln seit 2007 an der Übersetzungsmaschine. Und das Teil ist dermaßen gut und im Moment frei verfügbar, dass ich gerne mal dafür Werbung machen möchte, obwohl wir noch nie mit denen gearbeitet haben. Ich habe mal einen unserer üblichen Marketingtexte genommen. Ich habe vor kurzem einen Blogpost über WhatsApp geschrieben. Gehe auf die DeepL-Website unter Translator, beziehungsweise oben im Menü Übersetzer. Gebe das Ding mal gerade ein. So, ein bisschen schwieriges Marketing, bla bla. In diesem Rahmen lässt sich festhalten, Menschen schreiben, wen sie kennen und wem sie vertrauen, etc. Das hat ungefähr eine Zehntelsekunde gedauert und dann kam da raus, it is within this framework that we can hold on to. People write who they know and trust. And that will be the task for the next few years. Etc. etc. Ich hätte an dem Text höchstens ein oder zwei Sachen zu ändern. Und ich bin absolut fasziniert davon, wie gut maschinelle Übersetzung sein kann. Die haben mir unten auch ein paar Referenzen, Presseartikel angegeben. Hier Presseinformationen, kann man auch sehen, wie lange die schon dran sind. Hier unten gibt es so eine schöne Timeline. Wartet mal. Also seit 2007, jetzt bis 2017, geben sehr transparente Benchmarks zu dem Thema an, wie viel besser sie sind als Google und alle anderen. Und ich würde mal sagen, wenn das so weitergeht und wenn vor allen Dingen die API, die die anbieten, das haben wir hier oben, sich mit einigen unserer Content-Management-Systeme, also HubSpot, WordPress, oder auch für Stackbase, für die interne Kommunikation verbinden lässt, dann dürfte das einige unserer Probleme und der Probleme unserer Kunden lösen. Also seht euch das mal an, deepl.com, und das Schöne daran ist, es kommt auch noch aus Köln. Schönen Tag.